Hallo meine lieben Jungfrauen, ich grüße euch. Ihr Lieben, wir schauen uns das nächste Video für euch an. In der Regel würde ich jetzt an dieser Stelle mal sagen, von Mitte bis Ende des Monats, aber ich möchte da eine kleine Veränderung reinbringen. Und zwar dahingehend, dass ich nicht so den Druck habe, die Videos punktgenau, taggenau rauszubringen und aber ihr auch mehr eure Intuition walten lassen könnt, indem ihr durch den Titel, durch die Informationen auf dem Thumbnail des Videos, ihr rein fühlen könnt, ob dieses Video was für euch ist oder nicht. Ich denke, es ist Zeit, ein paar Veränderungen ins Feld zu bringen. Und deswegen wundert euch bitte nicht, wenn ich bei den Videos nicht mehr schreibe, Anfang bis Mitte oder Mitte bis Ende des entsprechenden Monats, sondern einfach nur noch dann euer Sternzeichen und die Informationen vom Titel bzw. das Video bereichern, den Inhalt sozusagen. Meine Lieben, ihr merkt schon, ich bin heute etwas anders drauf. Ich habe jetzt wirklich eine ganze Weile überlegt, ob ich die Videos für euch mache oder das Video für euch mache oder nicht. Aber ich fühle eine unheimliche Schwere bei euch und ich denke, es hat auch einen Grund. Und es wäre unrealistisch, wenn immer alles tutti paletti wäre. Ich möchte gerne mit euch gucken für die kommende Zeit, wann auch immer du das Video siehst. Es ist zeitlos. Ich werde jetzt in Zukunft außer die Monatslegung immer nur zeitlose Videos machen. Und irgendwie habt ihr aktuell etwas im Feld, so wo du jetzt das Video siehst, was eine gewisse Schwere in dir, wo du eine gewisse Schwere in dir trägst. Das fällt mir auch beim Reden unheimlich schwer. Ja? Und das gucken wir uns jetzt mal an, meine Lieben. Okay. Also dann, wenn du das Video siehst, ist es die richtige Zeit. Dann ist es auch ein Video, wo eine Information für dich mit enthalten ist. Und du denkst bitte auch trotzdem noch daran, dass das eine kollektive Legung ist, ja? Ich danke dir für dein Abo, dein Like und deinen Kommentar, natürlich ganz klar. Und für deinen Support, auch das finde ich immer ganz, ganz wichtig. Und auch das freut mich, wenn du mich dahingehend weiterhin unterstützt. So, okay, meine Lieben, wir gucken uns jetzt das ganze Thema erstmal an. So, schauen wir mal, dass ihr die Karten gut sehen könnt. Okay, ich denke, das sieht gut aus. Meine Lieben, ich habe den Heilsteinstab der Kommunikation rausgelegt. Ich denke, auch hier ist in der nächsten Zeit die Kommunikation eine ganz wesentliche. Und wir gucken uns die Hauptenergie an. Du suchst irgendwo Zuflucht. Zuflucht in, ich will jetzt mal nicht unbedingt sagen im Wald oder im Regenwald, oder du suchst Zuflucht an einer Stelle, an einem Ort, wo du dich zurückziehen kannst, wo du im Hier und Jetzt sein kannst. Ich habe das Gefühl, für alle, die jetzt hier Geräusche im Hintergrund hören, das ist mein Boxermädchen, also wenn du neu bist, das ist kein Mann, der hier schnarcht, sondern das ist, wie gesagt, mein Hund, also wundere dich bitte nicht. So, okay, also wir haben es hier mit der Zuflucht zu tun. Ich will noch nicht mal sagen, dass ich das Gefühl habe, dass du hier wegrennst, sondern es ist einfach, du entziehst dich hier einer Situation. Wir haben die Weisheit, du versuchst an das Göttliche ein Stück weit anzudoggen und deine Weisheit, die du mitgebracht hast in dieser Inkarnation, Lehrplanet Erde, versuchst du hier anzuzapfen, du versuchst Wissen zu ergründen, du versuchst zu verstehen. Und deswegen ist es jetzt in der nächsten Zeit für dich, dann, wenn du das Video siehst, ganz wichtig, dass du dich ein Stück weit zurückziehst. Ich denke, du wirst es auch schon tun. Auch dieses immer wieder verhaspeln und nicht reden können, könnte darauf hinaus oder daran, wie soll ich sagen, ich finde die Worte heute nicht, Leute. Ich weiß nicht, was bei euch los ist. Es kann damit zu tun haben, wirklich, dass du aktuell in einer Situation bist, die dir nicht ganz so leicht fällt. Es geht hier darum, aber diese ganze Situation mit Freude zu betrachten. Also was in dieser Situation, wenn du sagst, ja, stimmt, ich fühle mich einfach schwer, ich habe so viele Probleme gerade, oder es ist der Prozess, der innere Aufstiegsprozess ist momentan unheimlich schwer.
Ja, deswegen auch der Heilsteinstab der Zwillinge der Kommunikation. Es fällt mir schwer zu reden, auch dahingehend wieder, aber trotz alledem, meine lieben Jungfrauen, in der Situation, in der ihr seid, die Freude zu sehen. Also was bereitet euch Freude? Ja, was ist für euch, was macht euch glücklich? Was bringt euch die Freude wieder in euer Leben, ins Hier und Jetzt? Was du gerade durchmachst, ist eine Art Wachstumsprozess. Ja, das ist wie, du hast die Samen gesät und du düngst und du gießt und du sorgst dafür, dass die Samen immer Licht bekommen. Und das ist wie für dich, wie als wenn du der Samen wärst und du sorgst für Wasser, für Nahrung, Dünger, für frische Luft. Also du sorgst gerade dafür, dass du ins Wachstum kommen kannst. Es geht bei dir um einen Neubeginn. Und es ist aber eine Situation vom Gefühl her, die dir unheimlich schwer fällt, weil du neue Wege gehen müsstest. Ja? So, wir gucken uns das Ganze jetzt mal mit den Weisheitskarten an. Okay, in Bezug auf die Weisheit. Ich habe übrigens auch die Tarotkarten, die Lennys und das Hexenorakel noch mit dabei, für den, den es interessiert. Aber wir gucken jetzt erstmal und klären alle Karten hier. Okay, die Weisheitskarte, also die Eule. Um was geht's hier? Ja, also die Weisheit. Es geht auch um eine gewisse Art, um ein gewisses Thema von Schutz. Ja, wo du ein Stück weit vielleicht Schutz brauchst. Um was geht es hier bitte? Okay. Um das Vorangehen. Es geht hier um ein bodenständiges, sicheres Vorangehen. Es kann aber auch um Geld gehen, um Finanzen gehen. Ja, dass du weißt, also ein Stück weit ist, ja, Geld ist im Leben zwar nicht alles, aber beruhigt ungemein, ja, und einen gewissen Schutz brauchst du, gerade wenn es um eine ganze Menge Geld geht, wenn es um großes Wachstum geht, ja, ein Ritter ist immer der vorangeht, Münzenergie ist die langsamste Energie, das ist deine Energie, du gehst langsam voran, du schaust, wo kannst du dir wie ein Fundament aufbauen, das ist ein Zustand, der ist nicht immer einfach, weil wenn der Talisman fällt, dann hast du das Gefühl, dass man dir entweder was neiden könnte oder es gibt so viele Menschen, die es halt, die dir deinen Erfolg nicht gönnen. Und das kann hier eine Situation sein, die, was ich zum Anfang gefühlt habe, die eine gewisse Schwere ist. Ja, Unterstützung könntest du kriegen von einem Partner, wenn du einen hast. Ich spreche immer aus der Sicht einer Frau, deswegen die männliche Karte ist dein Gegenüber. Wenn du kein Gegenüber hast, dann ist es nicht deine Legung oder beziehungsweise dann solltest du dir überlegen, wer eventuell ein Interessent in deinem Leben ist, der auch dich hier ein Stück weit unterstützen könnte, der dir aber auch ein Stück weit den Schutz bieten könnte. Wenn du nun so gar keinen im Feld hast, wo du sagst, nee, also ich kenne da keinen, und dann ist es nicht deine Legung, das muss ich auch sagen, ja. Also hier geht es, wie gesagt, darum, dass du hier durch eine dritte Person auch Schutz erhalten könntest. Auch schon die Präsenz einer Person könnte wichtig für dich sein, für deinen Wachstumsprozess, für dein Vorangehen. Ja, und das weißt du auch. Wenn du damit noch nichts anfangen kannst, dann speichere dir gerne dieses Video ab und dann schau dir das zum späteren Zeitpunkt gerne noch einmal an. Ja, so, was macht dir Freude oder was ist in Bezug auf die Freude wichtig? 31 Quersumme 4, Stabilität in der Wüste. Ja, hier habe ich das Gefühl, wir haben hier hinten eine Fata Morgana, die Wüste, da bildet man sich oftmals auch was ein, und ich denke, du versuchst dir hier eine Situation schön zu reden oder harmloser zu reden, wie es eigentlich ist, und es ist jetzt gar nicht negativ, sondern hier ist es wichtig, dass du genau hinschaust, ja, und zwar, dass du genau hinschaust und dass du auch selber die Zügel in die Hand nimmst. Wir haben die Herrscherin, und die Herrscherin ist immer eine Energie des Neubeginns, was wir hier auch schon haben. Ja, und überlege dir genau, wie darf dein Neubeginn aussehen, und ist es jetzt für dich auch der richtige Zeitpunkt? Eine Herrscherin entscheidet. Ja, die lässt nicht Entscheidungen über sich treffen, sondern die entscheidet selber sehr wohl. Und hier ist auch mit in der Wüste ganz klar angezeigt, wo ist hier eventuell eine Illusion im Feld. Und das Ganze mit der Wüste macht dich auch unsicher. Also das ist hier schon so eine Energie, liebe Jungfrau, da wo du auch selber ehrlich zu dir sein darfst. Also wovor hast du zum Beispiel Angst oder wovor oder was macht dich unsicher?
Ja, welche Personen versuchen hier ein Stück weit auch deinen Neuanfang zu blockieren, zu sabotieren? Ja, da bitte auch noch mal genau hinschauen in der nächsten Zeit. Wisst ihr was? Wenn man erfolgreich ist, dann hat man auf einmal ganz viele Freunde. Wenn man ins Wachstum kommt, in die Fülle kommt, ja? Ach, wie sind die alle nett auf einmal. Ja, und wenn es dann darauf ankommt, dann ist man alleine. Ich kenne da so einen ganz tollen Spruch, ne? Wenn man im Sturm ist und die Personen, die in einer schlechten Zeit oder im Sturm bei einem sind, die sind auch in guten Zeiten bei einem. Und die haben es dann auch natürlich verdient, bei einem zu sein, ne? Weil wer mit einem anderen eine schlechte Zeit durchmacht, der macht auch eine gute Zeit mit demjenigen durch. Und nicht nur, weil es dann mal bei dir gut läuft, sondern weil dieser Mensch dann durch die schlechte Zeit gezeigt hat, was es für ein Mensch ist. Ne? Das vielleicht nochmal als Hintergrundgedanke für dich. So, das Wachstum. Um was geht es denn hier beim Wachstum? Auf Wiedersehen, meine Lieben. Ich komme gleich wieder. Ich muss erstmal ganz kurz die Karte hier aufheben. Okay. Was haben wir hier? Das Wachstum. Okay. Unverhoffte Gäste. Unverhoffte Gäste, kann ein Zeichen sein, ein Merkmal sein für Kommunikation, für Besuch, mit dem du nicht rechnest. Es sind Gespräche, die hier zu einem Wachstum führen können, womit du nicht gerechnet hast. Vielleicht hast du auch nicht gedacht, dass dieser Mensch oder dieser Besuch so positiv ist. Hier haben wir das Gericht, Judgment. Es ist schicksalshaft. Es ist eine schicksalshafte Begegnung mit jemandem, der hier für dich zum Wachstum dient. Oder dieser Besuch, dieses Gespräch dient hier zum Wachstum und ist schicksalshaft. Das ist, wie gesagt, von oben geführt. Dieses Ganze siehst du so an sich aktuell, wenn du dieses Video siehst, noch nicht, denn es dient hier zum Transformativen. Das bedeutet etwas Altes, ein altes Verhaltensmuster, ein alter Glaubenssatz, eine alte gedachte Situation, die du dir eventuell ausgemalt hast, die eventuell so sein könnte, ja, wo du dich ein Stück weit vielleicht auch zurückgezogen hast in die Zuflucht. Ja, vielleicht hattest du auch Angst vor dieser Begegnung. Die entwickelt sich ganz anders. Und das siehst du aber noch gar nicht. Denn es geht hier in Richtung Neubeginn. Und wir haben jetzt das dritte Mal Neubeginn. Wir haben hier den Neubeginn. Wir haben die Herrscherin mit dem Neubeginn, Neuanfang. Und wir haben den Tod, Transformation, alter Zustand wird beendet, weil etwas Neues. Durch ein Gespräch göttlich geführt, durch ein Treffen göttlich geführt, geht es zum Wachstum. Und das ist auch die Freude. Ich denke, du gestehst dir diese Freude gar nicht ein, dass sich hier etwas positiv in deine Richtung entwickeln möchte. Ich denke, du hast hier noch Altlasten, die du trägst und da hast du noch etwas zu verarbeiten, Jungfrau. Und deswegen gönnst du dir oder gestehst du dir gewisse Dinge nicht ein. Du traust dich hier, gewisse Dinge nicht zu tun. Und auch der Schutz kann hier die Zuflucht sein. Bloß nicht dieser Person begegnen oder dieses Gespräch führen, weil du einfach unsicher bist, was daraus wird. Oder dass du eine Ablehnung bekommen könntest. Irgendetwas in diese Richtung. Aber das ist wiederum hier in der Wüste genau das Thema. Das ist diese Illusion, die du lebst. Du lebst gerade aktuell eine Illusion. Du machst dir gerade selber was vor, was aber gar nicht an dem ist, weil es geht hier um Neubeginn. Es geht hier um Transformation, um darum, etwas Altes abzuschließen und weiterzugehen. So, wir gucken uns den Neubeginn jetzt an. Letztendlich hast du das ganze Ding hier in der Hand, Jungfrau, das weißt du auch, ja, Führungsqualität. Du hast hier die Führungsqualität, letztendlich einen Neubeginn zu starten, gar keine Frage. Du bist ein Mensch, du hast einen freien Willen, ja, du kannst sagen, ja, das stimmt, was hier ist, oder sagen, nee, es stimmt alles gar nicht. Dann ist es, wie gesagt, nicht deine Legung. Wenn du hier mit in Resonanz gehst, dann weißt du ganz genau,
natürlich kannst du entscheiden, ob du hier mit jemandem ins Gespräch gehst, ob du sagst, die Schöpfung, okay, die würde mir jetzt die Chance geben, um die Wolken wegzuschieben, um das Alte zu transformieren, um hier einen Neuanfang mit einer Person zu machen, sei es beruflich, sei es privat, was für dich halt jetzt gerade zutrifft. Aber du bist eher auf dem, die Zuflucht ist so ein bisschen auch deine Energie, der Eremitenmodus, ne? Dieses lieber zurückziehen, lieber im Hintergrund bleiben. Es geht aber jetzt nicht darum, es geht darum, ins Wachstum zu kommen, aus dieser Illusion, die du hier gerade lebst, dieser Unsicherheit vor einem Neuanfang, der dir ja Freude bereiten könnte, rauszukommen. Verstehst du, was ich meine? Also darum geht es letztendlich. Und es geht um das Alte, du immer wieder dieser Schutz, dieses langsame Vorangehen, du weißt, lieber langsam ist besser, lieber geduldig sein etc. pp. Ja, aber wie gesagt, die Schöpfung schaltet sich hier ein. Und hier möchte etwas vorankommen, ja. Und das habe ich schon bei euch eine ganze Weile in den Legungen. Ja, guckt mal, zwei der Stäbe und wieder die Stagnation. Du überlegst, du grübelst, soll ich nicht, ich weiß nicht, ich warte mal noch ab. Auf was möchtest du denn bei dem Neubeginn abwarten? Wenn ihr die Outcome-Karten, die ich gleich umdrehe, seht, dann werdet ihr sagen, oh mein Gott. Ja, du traust dich hier irgendwie nicht voranzukommen. Ja, du weißt, dass es Zeit ist, hier eine Entscheidung zu treffen. Du weißt es. Ich sag dir hier nichts Neues, Jungfrau. Du weißt definitiv, dass es jetzt Zeit ist, hier in die Puschen zu kommen, Jungfrau. Das ist es genau, was hier angeschaut werden darf. Und zwar dieses, warum traust du dich nicht? Warum lebst du hier eine Illusion? Weil die Illusion und der Fuchs sind genau die Karten, die dir die Freude nehmen. Die Freude am Wachstum in eine Richtung, die dir gut tun könnte. So, wir drehen jetzt mal die Outcome-Karten um. Also, du ziehst dich hier zurück, weil du gewisse Details noch nicht hast. Wir haben hier die 43, Quersumme 7. 7, da zeigen sie mir gerade 7 der Schwerter. Unehrlichkeiten, Lug und Trug. Ja? Du hast Informationen, die nicht stimmen. Du hast hier irgendwelche Fehlinformationen von einer Situation über eine Person, die nicht stimmen. Und es könnte sein, dass das der Grund ist, warum du dich hier zurückziehst. So, was haben wir noch? Dann haben wir hier die 3 der Stäbe. Ja, du solltest hier, das ist die Empfehlung aus dem Universum des Schöpfers, du solltest hier vorangehen. Ja, wir hatten hier die 2 der Stäbe. 2 der Stäbe ist das Abwarten. Ja, obwohl du die Führung übernehmen sollst für einen Neubeginn. Die Zeit ist reif. Ja, und die Entscheidung darfst du bitte treffen, ja. Und du wirst, wenn du die Details, die dir fehlen oder die falschen Details in richtige umwandelst, das heißt, du beschäftigst dich genau mit dieser Thematik, was ist da wirklich dran, ne? Wirst du auch vorangehen. So, und dann haben wir den Hund. Und der Hund steht für Treue und Loyalität. Es hat mit jemandem zu tun, der dir treu und loyal zur Seite steht, stehen könnte oder steht, oder du selber bist dir treu und loyal zur Seite, indem du dich so lange zurückziehst, bis du alle Details hast, um dann voranzugehen. Okay, wir fragen mal das Hexentaschenorakel. Was geht es hier bitte noch in dieser Situation für die Jungfrau? Vor irgendetwas schützt du dich jedenfalls. Könnte auch sein, dass du dich hier vor diesen unverhofften Gästen schützt. Vielleicht hast du es mit Menschen zu tun, die du halt einfach gerade nicht sehen möchtest. Das kann es auch sein. Oder von denen du dich zurückgezogen hast. Ja, guckt mal. Hier, höre auf deine Intuition. Ja, ganz klar. Also, natürlich, du hast einen freien Willen. Du weißt, du kannst, wenn du die Führung übernimmst, in den Neubeginn gehen. Ja, irgendwas, wie gesagt, hält dich aber hier noch von ab. Das Wachstum, um in den Neubeginn zu gehen, ist wichtig für dich, um dich weiterzuentwickeln. Die Schöpfung, der Schöpfer ist mit dabei, um dich zu unterstützen, das, was du nicht siehst, sichtbar zu machen, um das Alte zu transformieren. Hier geht es darum, die Vergangenheit hinter sich zu lassen. Du möchtest, hier habe ich das Gefühl, auch neue Wege gehen. Ja, und diese neuen Wege, egal ob beruflich oder privat, die sind jetzt
von der Zeitfrequenz her normalerweise so, dass du sagen kannst, wenn du dich dafür entscheidest, die Führung zu übernehmen, für einen Neubeginn, um ins Wachstum zu kommen, ist diese Zeit jetzt richtig. Aber irgendetwas, liebe Jungfrau, hält dich noch davon ab. Und ich denke ganz klar, dass das die Details sind, die du entweder die dir fehlen, um voranzugehen, oder die Unsicherheit. Dann kann ich sagen, haben wir es hier mit Kommunikationsschwierigkeiten zu tun. Ja, also es ist ganz, ganz wichtig, liebe Jungfrau, dass du wirklich sagst, okay, was möchte ich? Und dass du das dann wirklich in Wahrheit angehst. Weil dieser Neubeginn bedeutet Freude, Wachstum und Stabilität. Und das ist das, was jeder von uns letztendlich auch verdient hat, glücklich zu sein. Und wenn du irgendwas nicht hinbekommst, dann ist es ganz wichtig, dass du die Hilfe holst. Ja? Das Schlimmste, was man tun kann, ist stagnieren. Und wenn du sagst, ich komme aus dieser Situation nicht raus, dann hast du verschiedene Möglichkeiten. Entweder gehst du zum professionellen Therapeuten oder du lässt dir mal eine Kartenlegung machen oder eine Heilarbeit, eine Blockadenlösung. Das, wo du sagst, das fühlt sich für mich gut an, das ist das, was mir gut tut, und das dann umsetzt. Und wichtig ist die Wahrheit, ja, die Wahrheit und die Ehrlichkeit. Und auch dann zu sagen, wenn irgendwas nicht sein soll, nee, ne, ehrliche, offene Gespräche sagen, nee, ich möchte nicht oder wie auch immer, ja. Meine Lieben, du hast alle Chancen, hier etwas Neues zu beginnen. Es sieht auch gut aus, nur du hast immer noch nach wie vor die Blockade und die darf erstmal gelöst werden und dazu darfst du in dich hineinhorchen. Und das Wissen, warum es so ist, das hast du. Die Zuflucht ist dahingehend sicherlich auch positiv, um im geschützten Raum zu dir selbst zu finden und zu überlegen, wo mache ich mir selber was vor wen muss ich mich schützen. Ja? Und wie gesagt, diese unverhofften Gäste sehe ich trotz alledem sehr positiv. Das kann, wie gesagt, ein Treffen sein mit Menschen, wo du nicht mit gerechnet hast, wo man sich zum Beispiel auf der Straße in die Arme läuft, so nach dem Motto, oh, was machst du denn hier? Ja, oder wie auch immer. Das ist schicksalshaft geführt. Das ist ein Neuanfang, der hier auf dich zukommen möchte. Ja? Also in diesem Sinne, meine Lieben, schaut mal, wo ihr damit in Resonanz gehen könnt. Und ich danke euch für eure Unterstützung. Und wie gesagt, wundert euch nicht, dass ich jetzt nur noch die Sternzeichen hinschreibe. Ne? Ihr seid bitte so lieb und fühlt da gerne rein. Ja? In diesem Sinne, alles Liebe, ganz viel Kraft. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.